Ja, hallihallo, meine lieben Zuschauer, ne? Und herzlich willkommen zum heutigen Livestream. Joa! Beim letzten Mal haben wir hier aufgehört und hier machen wir auch weiter, wo wir eine Stadt voller gemeiner Pflanzen erkunden. Wahaha! So habe ich sogar den Titel des Streams genannt. Kurz hier an die Twitch-Zuschauer, warum es am Dienstag keinen Stream gab. Ganz einfach, mir ist mittendrin, während der Vorspann lief, schlecht geworden, deswegen habe ich dann abgebrochen. Will ich mal eben kurz an dieser Stelle erwähnen. Deswegen gab es vor 2 Tagen keinen Stream. Momentan hält sich das bei den Streams bei mir ja generell ein bisschen zurück, weil ich gerade Projektmann so gesehen habe. Und das wollte ich einfach mal angesprochen haben. Ich habe momentan nur Tiny Tina und Projekte, die ich eventuell ab und zu mal mit Kollegen mache. Und jetzt rede ich auch wieder zu den YouTube-Zuschauern. Ja. Es gab eine kurze Pause zu Tiny Tina. So lange ist sie auch nicht, so ungefähr eine Woche. Und jetzt folgen wir der Faustschlagfee erstmal. Warte mal, ich suche. Welche Quest ist denn deine? Ah, das ist deine Quest. Okay. Wir wollen ja deiner Quest allererst folgen. Nee, meine Fee. Ach Mist, das ist eine böse Blume. Ich sehe darin keine Blume. Überstimmung. Das muss die Kraftquelle des Parasiten sein. Nichts da. Sekunde, ich mache eben mein Feen-Ding und vertreibe das Böse. Okay, mach ruhig. Ich höre dich nie auf. Ich würde mal sagen, die Blume ist jetzt offen. Hey, hör mal! Wir müssen die anderen Dinge auch reinigen, wenn wir den Parasiten erreichen und die Bohnenstange retten wollen. Heb mich hoch! Oh, ich nehme die Fee mit. Oh, Hab ist das sie. nicht süß und so winzig klein und aufhebbar? Ich spüre noch 3 dieser bösen Blumen in meinen Feenschnurrhaaren. Die nächste ist am Leuchtturm, also los! Okay. Aber erstmal die Schnellreihe hier freischalten. Okay, was können wir denn hier so kaufen? Das Allerwichtigste. Nichts Nützliches, soweit ich das sehe. Ah. Ich hatte die Hoffnung, dass der besser ist. Warum hat der so viel Kapazität? Ist ja richtig gut. Dafür ist alles andere aber schlecht. Das ist super. Nein. Oh, ein Eiszauber. Ist der besser als meiner? Nein. Ich will ja zumindest irgendwie eine Aufwertung kaufen können. Ich sehe schon, dass in der Richtung eine Quest ist. Ich will mich aber auch umschauen. Nicht, dass ich was Wichtiges übersehe. Wie zum Beispiel hier den Turm. Pam! Ist da bestimmt was drin. Du hast einen Schlosser gefunden. Hä? Du Was? erinnerst dich Wie? doch noch daran, Hä? was damit zu Wo? tun ist, oder? Wo ist ein Schuss? Hallo? Ach, da oben drauf wahrscheinlich, ne? Und hier alles kaputt zu machen, war, glaube ich, das Dümmste, was ich machen konnte. Ich habe auf jeden Fall aufgehoben, was da war. Ja, wo ist der denn? Der ist, glaube ich, wirklich da oben. Erstmal gucken, ob ich da irgendwie hochkomme. Ah, ich sehe schon wie. Da vorne war doch so ein Portal. Irgendwo wartet. Ich finde es sofort. Das war nicht zu übersehen. Nein, nicht das da unten. Das da meine ich. Das führt bestimmt da oben hin. Oh, so eine Waffe kann ich auch mal gut gebrauchen. Sofern die auch was auf dem Kasten hat. Also sie scheint ja eine gute Feuerrate zu haben. Blutschuss ist technisch im Versierten. Okay, könnte interessant sein.
Ein bisschen vom Schaden ist die niedriger. Ja, am liebsten hätte ich die eigentlich. Das Ding ist, die hat halt auch hier diesen Säure-Schaden zusätzlich drauf. Und den fände ich eigentlich ziemlich geil. Ist gekauft. Jetzt ist nur die Frage, ob das ein guter Kauf war oder nicht. Das ist die, oder? Das war so eine Waffe, okay. Ich dachte, das wäre ein Scharfschützengewehr. Mein Fehler. Kann ich aber auch mehr oder weniger mitarbeiten. So, jetzt das, weswegen ich eigentlich in die Richtung gerannt bin. Warum denke ich immer, in den Kisten wäre irgendwas Nützliches? Versteckt sich hier ein Würfel? Ist das eigentlich ein Schaf, was da die ganze Zeit runterfällt? Es ist ein Schaf. Okay. Ich wollte es nur noch mal geklärt haben. Wo bin ich? Nicht da, wo ich eigentlich hin wollte mit dem Teil. Vielleicht kann ich den Schuss auch einfach zerschießen. Ist doch bestimmt zumindest irgendwo ein Würfel. Josefs Manor. Okay. Hallo, Totensef. Kommt sofort raus! Ich weiß, dass ihr da drin seid. Hallo. Du da, ich brauche kompetente Hilfe. Nee, da bist du bei mir an der falschen Adresse mit der kompetenten meine Hilfe. Meine dummen Lehrlinge haben mich aus meinem eigenen Heim ausgesperrt. Du musst mir helfen, hier entlang. Bestimmt durchwälzen sie meine Notizen und Folianten auf der Suche nach dunkler Magie. Kannst du mir die dunkle Magie beibringen? Bevor sie etwas freisetzen, das sie nicht begreifen können. Tun sie, nun, aber bestimmt, ne? Siehe. Ja, das Portal hat meine körperliche Erscheinung erkleinen lassen. Ich bin klein geworden? Wie ich befürchtet habe, Portalmagie und nekromantische Energie sind unverträglich wie Öl und Wasser, oder? Sofort, liebe Pietz. Das hat Vorrang. Die dummen Lehrlinge versuchen sich an dunklen Künsten. Halte sie auf, bevor wir alle den Preis zahlen. Aua. Warte mal. Ich hab doch diesen Superarmer. Warum nutze ich den nicht? Vor allen Dingen auf Gruppen ist dieser hier doch sogar gut, die Waffe. Weil das durch die durchgeht. Das schreit nach Verwüstung. Du hast viel gelernt, mein Schüler. Nett. Zeug zum Verkaufen. So. Da ist eine Kiste. Blenden sieht gesund aus. Richtig blendend. Und da komme ich. Ich kann nicht mal eine einfache Kiste kaputt machen. Ja, ab in den Kamin. Ah, so schön warm. Gigantischer Lehrling, öffne mir die Tür. Hallo. Castro hat mich angegriffen. Er ist verrückt geworden. Er hat sich im Keller verschanzt und wendet das Botsche Sakrament an. Was für ein Sakrament? Das Botsche Sakrament? Dumme Lehrlinge! Castor muss gestoppt werden. Blenzen, gebrauche deine elenden, gebrochenen Gebeine einmal zu etwas Gutem. Meister, ich will es versuchen. Oh. Zu was? Inlu? Was hast du vor? Soll ich auf deine Hand? Ich bin einfach auf seine Hand geklettert. Genauso macht man das, wo ich herkomme. Hallo? Hallo, meine Peach-Freunde. Ich bin euer Herr und Meister. Ist das eine Shotgun? Ich habe das gar nicht als eine Shotgun wirklich angesehen. Oh, hi.
einfach in den Nahkampf gehen, das funktioniert. Ich dachte, das wäre ein Gegner. Ich denke immer noch, das ist ein Gegner. Okay. Von hier aus, wohin? Hallo? Soll ich von hier aus irgendwie aufs Dach klettern? Hab kaputt gemacht. Jetzt ist es unten. Ich hoffe, das war der Sinn der Geschichte. Ui. Wo genau soll ich hin? Ich bin winzig. Meine Höhle ist dabei mitgeschrumpft. Weiß doch nicht wohin. Hey du, Riese, beweg dich. Was genau wird von mir verlangt? Will mir mein Gefährte etwas sagen, dass ich da eventuell hin soll? Ja. Also ich bin jetzt zumindest hier. Der gibt tolle Worte von sich. Sakrament ist nicht für dich gedacht. Ich habe genug von dir gehört, Meister. Du willst uns doch nur die wahre Macht vorenthalten. Ich glaube nicht. Und weg ist er. Soll ich da rein? Ich darf nicht. Aber es ist ein tolles Sprungbrett. Hui! Sakrament ist ein nekromantischer Zauber, der den Anwender zum Skelett macht. Du Wieso? Macht als vorher. Das ist eine Frage der Perspektive. Ich habe irgendwie gerade ein leichtes Problem. Ein Moment, ich habe das Gefühl, die Version bringt mir gerade mehr. Wirklich alle Blumen zum Verwecken, oder? Okay, das ist auch interessant. Verwüstung im Anflug! Ih, der kotzt auf mich! Zack, Fries! Aua! Pilz, Buddy! Hilf mir! Wieso ist er jetzt immun? Welch mörderischer Gestank! Irgendwie macht das kaum Schaden. Los, flieg! Alter, ich mach dem kaum Schaden. Ich muss den Pilz umnieten. Eventuell auf den Kopf zielen. Ich glaube, der heilt sich, wenn er mich trifft. Apokalypse sofort. Aua. Böser Pilz, böse. Ich habe den extra leben lassen, damit ich mich mit dem wieder hoch erheilen kann. Böse? Jetzt hör doch mal auf mit diesen Kackwellen. Wir sind hier nicht am Strand. Also lass das mal bleiben.
Heilt er sich gerade oder was macht er da? Gemeinsam werden wir alles vernichten. Er hat sich geheilt, der Dreckige. Einfach reinkloppen, wenn er zu nahe kommt. Das Gute ist, ich kann nicht daneben schießen. Peace, Buddy! Ich brauch dich! Der Himmel. Das war gerade eine fiese Kombi. Gut, dass mich mein Gefährte immer hochheilen kann. Wo ist eigentlich mein fliegender Gefährte? Der gab mir die ganze Zeit in dem. Tschüss, Pilze! Soll ich die Kugeln kaputt machen? Ist doch vollkommen unfair, dass er sich hochheilen kann. Da, wie viele schwarze Löcher möchtest du noch machen? Nein, aus, böse. Okay, er geht wieder in den Nahkampf. Boah, jetzt fall doch endlich um. Viel zu viel Leben, der Junge. Au, der... Ich hab einen Emote. Und jetzt verlass mein Heim. Jetzt werden Zauber abgefeuert. Hier ist so viel wunderschönes Zeug. Schön, dass hier Leben rumliegt. Nee, ist schlechter, was hier rumliegt. Alter, so viel zum Verkaufen. Okay, die Waffe ist angeblich stärker als die ich jetzt gerade in der Hand habe. Das war eine interessante Nebenquest. Darf ich jetzt bitte wieder groß werden? Irgendwie gefällt es mir nicht so als Winzling. Also, jetzt soll ich auch sein Haus verlassen. Ist hier noch irgendwas? Das Geld. Hopp. Alles wieder so, wie es sein soll. Bin wieder in meiner Originalgröße. Üblichen Nebenwirkungen der Ergrößerung wie Übelkeit und Zahnverflüssigung. Nun komm. Bin hier. Hier ist deine Belohnung. Du hast trotz der Machenschaften meiner dummen Lehrlinge gute Arbeit geleistet. Da fällt mir ein. Blinzen, komm sofort raus! Nichts ist unmöglich! Kann ich da jetzt auch rein? Nee. Tut mir leid, Meister. Ich habe versucht, ihn aufzuhalten. Tja, als erste Wiedergutmachung kannst du schon mal den Keller fegen. Er ist voller Skelette. Ja, der andere lebt ja nicht mehr, ne? Und du wirst dabei ein Skaf sein. Oh, verwandelt er ihn? Da hat ihn einfach in ein Schaf verwandelt. Nein, spring nicht von der Klippe! Ach, der Humor von dem Spiel ist einfach gut. So, was will ich hier denn jetzt ausbessern? Ich will ja eigentlich, dass der Kamerad besser wird. Okay, maximale Schutzkraft. Machen wir den Bonus Feuerschaden höher. Jedes Mal. Machen wir mal die Skill-Abklingzeit noch mal ein bisschen geringer.
Ich sollte mal meinen Schaden erhöhen irgendwann. Schließe alle Nebenquests ab. 20? Es gibt nur 20 Nebenquests? Was? Nee, 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 nee. 20 ist nicht das Maximum. Niemals. Verkaufen und eventuell verkaufen. So. Warte mal. Nicht nach Punkten sortieren, sondern nach Seltenheit. Ist der besser? Nee, ist für Berserker, ist also nicht besser. Der ist auch nicht so toll. Und natürlich ist mein Schild besser. Das klingt mehr oder weniger praktisch. Aber das ist ja auch eine Schrotflinte. Ich will ein gutes Sturmgewehr. Halt, wo man dich richtig reinballern kann. Oh, hier ist mal ein bisschen stärker. 8 Eisschaden, der Schaden ist 190 fast. Ja. Ist auf jeden Fall mal eine Aufwertung, ne? Einfach mal eben kurz ausprobieren. Dafür ist es aber nur so ein einzelner Schuss, den ich auch noch zielen muss. Unglaublich, das Ding habe ich jetzt sehr lange und benutze fast nur das. Ich könnte mal vergleichen, ob hier einer der Feuerzauber besser ist. Alles ist offenbar besser als der Feuerzauber, den ich gerade habe. Schön zu wissen. Okay. Das ist Müll. Und den kann ich als neuen Feuerzauber verbuchen. Okay. Habe ich auch einen besseren Blitzzauber mal mittlerweile irgendwo aufgeschnappt? Nö. So, dann vergleiche ich die Eiszauber nochmal. Nee. Der Schaden hier ist viel zu gering. Der Eisschaden ist heftig. 377 Schaden. Was für ein Eiszauber ist das denn? Jetzt auch wieder? Oh, das ist ein Einzelner von denen. Ja, den würde ich nehmen. Beim Vergleich, der hat irre viel Eisschaden. Und ich brauche da dringend meine Aufwertung. Unglaublich grün, besser als das andere. Na gut, ist auch für 18 und nicht für 6, ne? So, und jetzt nehme ich das hier mal zum Vergleich bei den Waffen hier. Ist eine Schrotflinte. Ich vergleiche nur die, mit denen man eventuell viel schießen kann, also ganz schnell. Wenn ich aber den Triggerfinger nutzen muss. Bisher nur die hier. Und ich würde die jetzt nicht als eine gute Waffe abstempeln. Nee. Ja, waffentechnisch habe ich leider kein Upgrade gefunden. Aber wenigstens was in Zauberskills angeht. Da sollte ich auch mal die Skills halt ein bisschen runtersetzen. Ich schaue mich natürlich noch um, ne? Kann ja sein, dass hier irgendwo was zu finden ist. An Würfeln. Mein Schar gibt merkwürdige Geräusche von sich. Da ist ja auch ein Würfel. Guck mal, als ob ich es geahnt hätte. Avis Idylle.
Oh ja. Keine der Fähigkeiten ist für mich. Da ist Blitzschaden höher. Nach Seltenheit sortiert. So eine ganz dumme Frage. Wie mache ich nochmal Emotes? Warte, bevor ich hier weiter erkunde, gehe ich erstmal mein Inventar eben kurz leeren. Da auf den Stein kann man bestimmt irgendwie drauf. Er läuft immer noch als Schaf rum, der gute Schüler. Ich kann mir gut vorstellen, dass in der Gegend noch was ist. Aber wie gesagt, mit einem vollen Inventar, ich will das erstmal leeren. Außerdem kann ich da meine Munition mal ein bisschen auffüllen. So, das kann weg. Ist das besser? Ist es vom Schaden her besser? Aber alles andere ist irre viel schlechter. Okay, die Nahkampfangriffe würden mein Leben ein bisschen heilen. Nee. Nun, ich bin auf viele andere Weisen reich. So, das kann weg. Das kann weg. Alles weg. Oh, hier ist ein richtig cooles Schwert. Das ist von den Werten her höher. Ja, aber ne, ist trotzdem nicht so gut. So, und dann gucke ich jetzt noch weiter. Kann ja sein, dass hier noch ein Glückswürfel ist. Ich will jetzt versuchen, ein bisschen genauer immer zu gucken. Hier zum Beispiel, das Eck sieht schon so aus, sofern ich runterklettern kann. Das sah so aus, als ob ich noch eine Ebene tiefer könnte. Meine Energie erschöpft. Ich habe extra jetzt so geguckt. Ich habe gerade gesehen, dass diese komische Fee an mir klebt. Mein Fluch. Könnte ich als Haustier mitnehmen? So, ganz vorsichtig balancieren. Wir wollen nicht runterfallen. Wie hier oben ist nix. Was ist denn das für eine Fische? Ich will meinen Bonus. Toll. Der Kunde ist schon so viel und werde nicht mal dafür belohnt. Wie gemein ist das denn? Kann ich auf den Blättern eigentlich stehen? Frage beantwortet. Na gut, wenn hier nichts weiter ist. Dann kann ich ja wieder zurück. Problem gelöst hier. Oh, komme ich hier hoch? Nee. Da ist eine Kiste. Die Kiste wollte aber leider nichts von mir. Sie sagte, wir gehen getrennte Wege. Und hat sich dann einen anderen gesucht. Geht da unten ab. Nein, springt nicht! Ihr habt noch so viel, wie es sich zu leben lohnt. Ja.
Ich hätte das Teil, was ich weggeworfen habe, mitnehmen können zum Verkaufen, aber für ein einziges Teil, das nur 200 wert ist. So geldgeil bin ich jetzt auch nicht. So, mal gucken. Komme ich an das Teil da oben dran? Vernichtung von oben. So funktioniert das jedenfalls nicht. Soll ich denn da überhaupt dran kommen? Ernst gemeinte Frage. Wie soll ich denn da hochkommen? Meine Zauberslots kribbeln. Wie genau komme ich da dran? Kann ich über die Wurzel da einfach klettern? Geht das? Ich kann hier zumindest alles kaputt schießen. Ah, okay. Ich wollte prüfen, ob man auf den Dingern stehen kann. Nein, kann man nicht. Neues Spiel, neues Glück. Von wo aus käme ich dahin? Bevor ich weiterlaufe, da unten war auch noch ein Fleck, da sollte ich mal eben kurz nachgucken. Und zwar da. Der Schlag hat mich gerettet. Ist hier irgendwas Besonderes? Darf ich rein? Sieht aus, als ob da drin was wäre. Oh, hi. Der Glücksfaktor steigt. Wo ist mein Zeug? Da. Ist nur eine Sache rausgekommen, würde ich schon sagen. Das ist ein Feuerzauber, also muss ich das hier mal eben kurz vergleichen. Wo habe ich es denn? Da. 105 Schaden. Warte mal, ich vergleiche das jetzt so. Die Abklingzeit ist besser und die kritische Chance ist besser. Im Allgemeinen ist der besser. Okay, das ist so ein Explosionszauber. Der explodiert zeitverzögert. Als ob ich da nicht reinkomme. Gib mir eine kurze Sekunde, Leute. Mein Hund quietscht an der Tür. So, bin zurück. Bestimmt irgendwie questbasiert komme ich da rein. Jetzt erstmal gucken, wo komme ich hier hin? Okay, hier komme ich bestimmt irgendwie hinterher raus. Also ignorieren wir das jetzt mal. Oh, den kann man zweimal nutzen. Ich glaube, Feuer brauche ich hier auch mehr. Weil das ist, glaube ich, gegen diese Pilze stärker. Wieder aufgeladen. Was steht da? Don't jump. Bin gesprungen. Hab das Schild mal ignoriert. Na gut, dann kümmern wir uns jetzt wieder um unsere Quest. Warte mal. Was für ein Buch haben wir hier? Das Buch, was ich habe, ist besser als das, was man hier kaufen könnte. Ah, ich frage mich die ganze Zeit, was ist dieses Aufrufezeichen? Das ist eine Nebenquest hier. Greifen sind geboren, um frei zu fliegen. Außer sie werden von Legenden wie dir abgeschossen. In der verbundenen Stadt ist eine mächtige, superkönigliche Bestie eingesperrt und sehnt sich nach Freiheit. Sie ist auch sehr hungrig, also bringt besser Snackyleins mit. Ich sehe einen Snack. Oh, du siehst aus wie so ein raritäres Monster.
Zack. Aua. Tschüss. Aua. Was? Wie Blitzfass entzündet? Geh fast, go! Guter Gefährte. Okay, das macht irre gut Schaden, der Zauber. Also, wenn ich nicht gegen Skelette kämpfe, ist der Zauber richtig gut. Und tschüss. Autsch. Kann auch snipen. Der wäre dann weg. Mich denn immer noch an. So da. Ries. Oh, ein Schusser schon wieder. Wenn ich erstmal an den vorherigen Rang käme. Ach, da war einer hinter mir. Das habe ich gar nicht gesehen. Zack. Habe ich schon mal erwähnt, wie sehr ich diesen Schlag genieße. Diesen Axtschlag. Der ist immer eine Genugtuung, wenn so viele Gegner da sind. Hau ab. Da mochte einer keine Blitze. Blümchen kaputt, würde ich sagen. Hallo? Ist hier irgendwas? Da unten ist auf jeden Fall was. Die Vögel singen und die Killerpilze sprießen. Ich sehe sie. Das ist kein Gegner. Ich hätte 100% damit gerechnet, dass es ein Gegner ist. Wahrscheinlich erst dann, wenn ich in der Nähe stehe. Wieso kann ich da nicht lang? Tschüss. Das ist sehr interessant. Es hat sich meinen Weifengefährten gesucht, um in ihm drin zu explodieren. Das ist höchst interessant. Komm, steh auf. Ich weiß noch, dass du lebst. Hallo? Glückswürfel? Hallo? Werden wir Freunde? Bist doch hier bestimmt irgendwo. Ein kleiner Glückswürfel. Ich bin hier, um dich zu befreien. Ah! Nee. Ich will nicht da unten hin. Da ist es schmutzig. Was ist das hier für ein komisches Ding? Ach, das ist ein Fass. Wieso war da ein Fass? So, hier unten natürlich noch gucken. Mit den Fässern ist es so merkwürdig hier. Okay, die Pilze kriegen Magier. Wir haben Gäste. Es war grausam von ihnen, dich zu mir zu schicken. Bin ich nicht zu denen gekommen? Oh, noch so ein Teil. Sie ist besser als meine jetzige. Okay. Die ist auf jeden Fall besser. Da hinten, das Eck sieht auch so aus, als ob man hin könnte. So, ich habe das fast nach 10 Versuchen getroffen. Wartet. Hier. Da ist ein Schusser. Da will ich auf jeden Fall hin. Das ist so ein ekelhafter Wind. Kann ich bestimmt runterpusten. Schuss erledigt. Eldon verbringt seine ganze Zeit in den Archiven. So strebsam.
Ich mag es, wie seine Wimpern über die Seite flattern und die Form seiner Lippen, wenn er von Besessenheit und Seelenwandlung und dunklen Wanzen murmelt. Sein Gesicht ist so wunderbar. Ich habe mich nur kurz gefragt, wie man Emotes macht. Oder? Ja, Freunde. Das war eine interessante Geschichte, Frau Schuster. Sind sonst noch irgendwas? Dann würde ich jetzt gerne die Klippen runterfallen. Wie dieses Schaf da hinten. Also dieses Schaf tut mir so leid. Jetzt lasst mich doch da hoch. Der macht auch schon Katzengeräusche. Super. Dieser Parasit ist übel. Die Bohnenstange ist krank. Nicht krank. Autsch. Sondern krank wie ungesund. Nicht ungesund wie krank, sondern krank. Boah, ist die Waffe schnell, wenn ich sie werfe. Ich verstehe vollkommen. Das macht gut Schaden. Im Schmerz getaucht. Genauso wie das Feuer. Zack. Die Waffe, die gefällt mir richtig gut. Weg damit. Sehr intelligent zu werfen, wenn ich direkt davor stehe. Höchst intelligent. Hier drüber komme ich höchstwahrscheinlich einfach nur zurück. Immer gut umgucken. Diese Würfe sind manchmal richtig dreckig versteckt. Da oben ist einer. Dass ich die nicht einfach so zerschießen kann. Das finde ich manchmal richtig fies. Du musst irgendwie einen Weg dahin finden. Okay, hier ist nichts. Von hier aus dahin, will mir das Spiel wahrscheinlich sagen. Danke für den Tipp. Je mehr Würfel, desto besser die Beute. Ha, lecker. Bessere Beute. Hm. Das sind komische Pilze. Zombie-Pilz. Okay. Das Schicksal hat eine. Zack. Einfach allen Pilzen ins Gesicht geschlagen. Komm, verreckt. Mir ist egal, wer von euch. Hauptsache einer. Tschüss. Oh, so viel schönes Zeug zum Mitnehmen. Eine neue Anpassung. Ich vergesse immer aus Inventargründen die Dinger immer einzusetzen, wenn ich es schon kann. So, da sollte jetzt nichts weiter sein. Weil zwei Glückswürfel an einem Ort halte ich für extrem unwahrscheinlich. Das Gute an diesen Anpassungsdingern ist, die sind irre gut was wert. Hm. Das sieht auch nach einem speziellen Weg aus. Ich würde sagen, jetzt dahin. Boing. Boing. Und so hätte ich mich in die Fluten stürzen können. Also in den Abgrund. So, was finden wir hier? Eine Schmiede. Das nach Reichtum, ja. Ja, hallo. Ich hätte Feuer für dich. Schon lange trage ich diese Ketten. Bin meines Feuers beraubt und muss hungern. Wenn du mich erwähnst.
Weh, das ist nichts wert. Okay. Frevel, eine Flamme ihrer Freiheit zu berauben. Ich befreie dich, Schlange. Ist das ein Schlangenweifern? Du bist klug für einen Affen. Zuerst musst du diese teuflische Vorrichtung zerstören. Welche Vorrichtung? Sonst öffnet sich die Luke nicht. Wartet. Das ist die Quest. So, auf, ich will euer Geld. Sehr verführerisch, das Geld. Oh, ein Hindernisparcours, oder wie? Okay, da bin ich gerne dabei. Er ist ein Schaf. Was hatte ich da gerade für Möglichkeiten? So, weil es ein Ring ist, links oder rechts ausrüsten. Hier Gegner werden viel. Fies. Dolly. Wieso heißt das Schaf Dolly? Mehrhinger wäre doch ein viel besserer Name. Ich wandere jetzt einfach durch. Ich könnte auch Hit versuchen, aber wofür? Ich überlebe es ja, wenn ich es abbekomme. Ich habe die Vorrichtung zum Schweigen gebracht. Was nun? Irgendwo in der Nähe. Vielleicht dort, wo die Sonne scheint. Okay, draußen ist auch noch ein Schalter. Öffnungsmechanismus für meinen Käfig. Aktiviere ich. Dann werde ich frei sein. Ah, jetzt kann ich hier durch. Er wird mich bestimmt hintergehen. Verzeih mir. Mein Hunger macht mich wütend. Ja, ich verstehe dich. Ich bin auch immer wütend, wenn ich Hunger habe. Bin ich so ungefähr hangry, oder wie man das nennt. Das ist ein komischer Pilz. Hier ist eine Vorrichtung. Damit lasse ich ihn wahrscheinlich frei. Also im Endstadium frei. Kann die ganze Welt verändern. Ja. Was mich befreit. Jetzt wirst du mein Magen sehen. Und ich war so nett und hab dich rausgelassen. Mit deiner neuen Freiheit willst du gegen eine Legende kämpfen? Närrisch. Nichts Besonderes hier. Ich hab ein Schaf für dich. Ist doch viel leckerer als ich. Sag doch, der hintergeht mich. Warum will ich es mit der Axt versuchen? Und warum versuche ich es mit Feuer gegen einen Drachen? Riss. Riss die Zähne. Das Gute ist, der hat so viel Angriffsfläche, ich kann nur treffen. Ich kann erst wieder zaubern, wenn meine Seele sich erholt hat. Ich brauche nicht mal zoomen. Da gibt's nichts zum Verfehlen. Diese Hände sind bereit für magisches. Mir wäre es lieber, wenn er nicht so im Nirgendwo sterben würde. Pam. Hab ihn. Au! Ich wollte doch nur vergleichen. Böser Drache. Ganz böse. So, das einmal kurz. Ja, könnte besser sein. Eventuell. Warte mal nach Hersteller. Das hier erstmal.
Seltenheit. Das hier. Meine Sporenhüterkräfte werden höher. Ich hätte eine bessere Feuerrate. Mein Zauber würde mehr Schaden machen. Und meine Fähigkeiten hätten mehr Crit-Chance. Das ist die zweite Fähigkeit da, die verbessert wird. Also es ist insgesamt besser. Wartet. Das da wird verbessert. Oh. Das ist super. Warte mal, wie viel erhöht das den Skill gerade generell? Oh, um 3 Punkte erhöht das. Okay, das wollte ich kurz prüfen. Ich wusste jetzt nicht, wie viel ich da generell drauf habe. Okay, den Drachen zu töten hat sich gelohnt. Wo ist denn der eine Schalter? Direkt hier vor. Wir werden es nicht erfahren. Was wir erfahren, ist, dass das Teil hier mir Zeug bringt. Okay. Nett. Und nett. Ist da oben irgendwas? Kann ich da auch noch hochklettern? Ich will nicht darunter. Das wäre ziemlich ungemütlich. Okay, ich kann hier nicht hoch. Ich hab's gerade versucht. Ich finde das so gut, dass ich die Nebenquesten einfach nebenbei machen kann. Und trotzdem nicht wirklich von der Hauptstory wegkommen. Nee, meins ist besser. Na gut, dann kann ich ja jetzt wieder zurück, ne? So, wo war der Pit zum Zurückspringen? Da. Alle ab! Hui! Habt ihr was anderes erwartet? Diese Chance konnte ich mir doch nicht entgegenlassen. Diesmal aber wirklich. Hoppa. So, dann gehen wir jetzt wieder der Quest hier nach. Da muss ich hoch. Ich verstehe schon. Hopp. Hopp. Oben. Kiste. Kisterius werde ich auch noch besuchen. Hier kann ich doch runter. Eindeutig. Hier ist irgendwas auf diesen Platten versteckt. Ich sehe es doch. Ist bestimmt irgendwo einer dieser Würfel. Ihr könnt mich nicht täuschen. Der ist hier irgendwo. Irgendwo im Nirgendwo. Ich muss nur lang genug suchen, dann finde ich ihn schon. Erkundungsgeist wird nicht belohnt. So traurig. Du bist schon so erkundungsfreudig und du wirst null belohnt dafür. Im Gegenteil. Du wirst teilweise sogar bestraft. So, ist hier irgendwie was? Nope. Das sieht eher aus wie eine Stadt als ein Leuchtturm. Boah, haben wir hier noch viel vor uns. Ich weiß gar nicht, ob wir das alles in einem Stream schaffen. Der Duft des Abenteuers. Sucht hoch oben auf der Bohnenstange einen Knappen. Nichts wie hin und helft ihm bei seiner äußerst glorreichen Quest.
Ein weiterer ruhmreicher Tag in unserer idyllischen kleinen Stadt. Es ist so herrlich, an einem Ort zu leben, an dem absolut nichts Außergewöhnliches passiert. Und dann kam die Bodenranke. So ist es. Hier ist alles so wunderbar vorhersehbar, ohne dass sich je etwas ändert. Zeit für einen weiteren Routinetag, so wie immer. Moment. Dann kam ich. Was war das für ein Geräusch? Dann kam ich und hab alles kaputt gemacht. Oh, das Schwert der Legenden. Ich habe es gefunden. Oh, wo kommst du denn her? Böse. Ein widerliches Spektakel. Volle Zauberkraft. Böser Pilz. Pilzibus hat das kommen sehen. Dass ich ihn dann verprügel. Ach, von da kam der. Da unten ist nämlich noch so einer. Ich brenne alles nieder. Zack. Pam. Nein. Aus. Ich hab ihn einfach abgestochen. Oh, lila. Hammer des Todes. Zack. Weg waren die Pilze. Da unten läuft noch einer offenbar. Okay, der wollte einfach nur mein Gesicht explodieren und bekam es nicht hin. Hi. Wir sind ein tödliches Pärchen. Und ja, die Blut steigt. Nein, ich will nicht. Du bist eine hilfreiche Sprosse, nicht wahr? Aua. Ich habe mir die Waffe selbst ins Gesicht geworfen. Au, von wo? Dies ist noch lange nicht vorbei. Ich sollte einfach mal kurz runterspringen und den hier machen. Gut, dass das als Bombe für alle nebenan auch gilt. Böse. Der Magietank ist wieder voll. Böse. Diesen Mörserpilz. Das heißt, setz mich in der Nähe der bösen Blume ab. Ach ja, da vorne, ne? Ich bräuchte hier wieder so einen Punkt zum Verkaufen. Weg damit und weg damit. Alles, was unter 300 ist, wird nicht mitgenommen. Erstmal gucke ich mich hier oben noch um. Vor allen Dingen, wenn mir hier so schön schon was markiert wird. Tschüss. Soll ich hier runterspringen? Will das Spiel das von mir? Ist hier nix? Manchmal wirklich eine herbe Enttäuschung. Hier unten eventuell. Nö. Hier soll ich einfach nur hoch, ne? Du stehst doch gleich auf. Und dann willst du mich essen. So, von wo aus willst du denn jetzt unbedingt, dass ich dich rauslasse? Ah, da. Und die Faustschlagfee macht ihr magitastisches Feen-Dings bei der bösen Blume.
Da sind kleine Freunde. Die habe ich einfach mal vom Himmel gleich geboxt. Warum sind die überhaupt Beifahren? Aua, hier sind so viele von diesen Pilzen. Ich wusste doch, die stehen auf. Ich habe es gewusst. Hammer! Verreck! Boah, der, da musst du erst weg. So, der Wifan ist eigentlich das geringste Problem. Sag ich doch. Schon ist er abgestürzt. So, weg mit euch. Da kam was von hinten. Es geht schneller mit der Wiederbelebung, wenn ich es mache. So, Pilze weg. Wie lange brauchst du denn da drin? Aua, da ist schon wieder irgendwas bei mir. Ich kann es kaum abwarten, irgendwas zu zaubern. Von da unten. Komm her. Ich sehe euch doch. Nix mit abhauen. Was immer du da machst, das sieht tödlich aus. Also weiter so. Danke. Tschüss! Großer Feuerhammer! Der Feuerhammer hat's auch gebracht. Ich haut ab! Hier bin ich fertig. Böse. Los jetzt! Diese Feinde werden sich nicht von alleine kompostieren. Kehrte Faustlöcken, viel Zeug. Ich spüre, dass sich etwas Unheilvolles nähert. Und von wo? Wehe, du verdaust meine Faustschlagfee. Soll ich so etwas? Lass es wieder frei. Gib mir meine Fee zurück. Komm her. Er war ein kleiner Pilz. Einfach die kleinen Pilze verprügeln. Das funktioniert im Notfall immer. Zack. Gib frei. Ja, ich kann mir vorstellen, dass dir das nicht gefallen hat. Warte. Weg damit. Ach nee, warte mal. Das ist mein altes gewesen. Und das muss zumindest verkauft werden. Das kann ich verwenden. Irgendwas dabei, das weg kann, das kann weg. Ich sollte dringend mal wieder zurückgehen. Super! Ich spüre boshafte Energie bei der Kathedrale. Da muss ich... Oder ist da vorne irgendwo ein Punkt, wo ich auch mal was verkaufen kann? Nee. Die nächste böse Blume sein. Wir müssen so schnell wie möglich dorthin. Ich muss mal so schnell wie möglich mein Inventar leeren. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Und hier ist halt nirgendwo was zum Verkaufen. Ich wandere mal eben kurz zurück. Warte mal. Ich kann doch auch eben kurz eine Schnellreise dahin. So. Hopp. Hoppa.
So, einfach da lang oder auf den Würfel hoffen. Hier sind so viele Stellen nach wie vor, ne? Wo ich sagen würde, da ist so ein Dreckswürfel. Dann sagt mir das Spiel 10 Sekunden später, nein, da ist kein Würfel. Natürlich kann man durch die Pflanze einfach durchfallen. Ja, Leute, hier endet der heutige Part zu Tiny Tina's Wonderlands. Aus dem einfachen Grund, der Stream, der ging sehr, sehr lang. Und deswegen habe ich ihn mal in zwei Parts unterteilt. Wir machen hier an morgiger Stelle an derselben Stelle weiter. Ich wünsche damit noch einen schönen Tag euch allen. Tschüss!